Moin. Hallo. Es geht mit einer neuen Reihe weiter. Scrambler Umbau Winterprojekt. Ich hoffe, das ist nicht zu hell. Zu viel Licht ist auch nicht gut. Okay. Ja, vorletzter Teil der Scrambler-Reihe. In der geht es jetzt um das Finish, Finalisierung des Motorrades, TÜV-Vorführung, Einzelabnahme, Papiere ändern. Der Tank ist gekommen. 3 Monate. 3 Monate hat der Tank gedauert. Ist aber geil geworden. Warum ist es der vorletzte Teil? Weil der Sattler meinen Sitz noch nicht fertig hat. Dieser Sitz ist mir zu lala. Den kann man im Internet kaufen für 60 Euro. Den habe ich modifiziert mit Aluminiumplatte unten und jetzt kommt vom Sattler ein nach mir von mir kreierter Sitzbezug in Leder, zweifarbig mit einem selbst entworfenen Logo aufgenäht. Und der Sattler ist im Moment so beschäftigt, obwohl wir Winter haben, dass er auch sehr lange Lieferzeit hat. Er ruft mich dann an. Deswegen ist das der vorletzte Teil, denn ich möchte dieses Video am liebsten erst machen, wenn alles komplett ist. Dann bin ich pingelig, weil mir gefällt der Sitz nicht. Die Oberfläche und das Finish. Also, okay. Deswegen der vorletzte Teil. Im letzten Teil geht es dann darum, ein Walkaround vorher, nachher und so weiter und so weiter. Dann möchte ich einfach nochmal vergleichen, wie hat das Motorrad am Anfang ausgesehen. In den 10 Teilen bisher habt ihr gesehen, wie die einzelnen Schritte umgebaut wurden, inklusive Ölverlust. Deswegen fehlt auf einer Seite auch noch das Auspuffband oder Hitzeschutzband. Und ja, es ist noch nicht so 100% fertig, wo ich sage, so möchte ich das jetzt präsentieren. Da bin ich ein bisschen eigen drin, sorry. Aber wie gesagt, jetzt kommen die einzelnen kleinen Einschnitte bis hierher. TÜV, ja, nein, da wissen die Instagram-Follower schon etwas mehr. Wer da mal ein bisschen verfolgen möchte, Instagram ist etwas aktueller, schneller, weil da schneide ich nicht, da wird geknipst und reingeschossen in einem Ding. So, die Hürde TÜV haben wir heute genommen. Das heißt jetzt noch neuen Schein sozusagen, neue Betriebserlaubnis. Und der Tank soll heute noch kommen vom Lackierer. Dann fehlt nur noch der Sattler, der Sitz. Und dann ist das Projekt fertig, pünktlich zur Saison. Wir bekommen Wochenende Sonntag 15, 18 Grad. Trocken, der Regen hört auf. Also genau getimt. Moped fertig, Motorradsaison, Wetter spielt mit. Und ja, in diesem Sinne viel Spaß. Langsam geht's ins Finale. Endlich ist der Tank gekommen. Vom Lackieren. Das lange währt, wird endlich gut. Sagt man so schön. So. Okay. Dann kommt natürlich auch ein neues BMW-Emblem drauf. So, es fehlt mir nur noch der Bezug vom Sattler, die Sitzbank, weil die soll ja auch individuell werden und nicht China. Internet 0815 und fertig ist jetzt auch das Fach. Und was haben wir da? Ein Ladegerät, USB,
für iPhone und Gedöns. Dann kann man, wenn man mal vergessen hat, zu Hause aufzuladen, lädt man das einfach während der Fahrt. Sorry für meine schlechte Schneidequalität. Ich habe einfach noch nicht die Software und ich wechsle ständig die Schneideprogramme, weil ich bin noch nicht ganz zufrieden. Und ich werde jetzt nochmal ein neues ausprobieren. DaVinci Resolve soll da ziemlich gut sein. Für mich ist es das wichtig, dass es selbsterklärend einfach zu verstehen ist. In meinem Alter kann ich nicht 5 Wochen lang ein Videoprogramm lernen. Habe ich keinen Nerv drauf, weil ich ja bekanntlich mit 2 Rädern auf der Straße, im Wald, auf der Rennstrecke, auf dem Radweg, auf der Bikeparkstrecke, im Downhill, im Enduro unterwegs bin. Ich mag lieber die Action Real mit etwas Gefahr, Achim in Gefahr. Und jo, also wenn euch das interessiert, wie das geklappt hat und ja, wie das Ganze jetzt langsam ins Finish kommt, wird es dann wirklich nur noch einen Teil geben. Ich vermute mal, wir haben jetzt Mitte März. In 2 Wochen, hoppala, in 2 Wochen wird der Sitz bezogen sein und ich werde dann den rechten Zylinder auch noch dicht bekommen. Ich vermute, man hat mir da wieder OEM-Gummis geschickt, weil die linke Seite funktioniert, ist dicht. Ich habe extra original BMW-Gummis bestellt beim Zulieferer. Es kam mir komisch vor, 2 Stück waren in einem anderen Tüte. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, der hatte nur noch 2 und hat mir dann 2 von diesen Rotzdingern, die ich nicht möchte, ich möchte den Namen nicht nennen, wieder reingepackt. Das sieht man so an sich nicht wirklich. Da ist zwar eine Nummer drauf, aber naja, links hat es direkt gehalten und rechts sind beide wieder kaputt gegangen. Deswegen habe ich so einen blöden Verdacht, wo das liegt tatsächlich an der Uhr. Und zwar dafür muss ich das Licht kurz ausmachen, etwas abdunkeln. Da habe ich mir einen kleinen Schalter gebastelt. Und dann kann ich nachts meinen Unterflurbeleuchtung für meinen Motor, dass man das lesen kann, zu- und abschalten. Das geht auch beim Parken, wenn ich mal irgendwo stehen sollte, vor der Eisdiele vornehmlich. Dann wird natürlich dieses Prolllämpchen angemacht. In Verbindung mit dem hypergeilen Tagfahrlicht bzw. LED-Standlicht. Auch hinten LED. Was habe ich genommen als Unterflurbeleuchtung? Ganz einfach dieses LED-Lämpchen aus so einem Kennzeichenhalter. Gibt es bei Louis, sorry, keine Werbung, gibt es beim Zulieferer für 4,50 €. Mit anderen Worten, ja, für 9 Euro 2 Seiten, ein Schalter für 1,50 € reingebastelt und man hat etwas, was die anderen nicht haben. Warum macht man sowas? Braucht man sowas? Nö.